Hallo allerseits, ich melde mich hier aus dem Signal Iduna Park zu Dortmund. Mit einem kleinen Rundblick. Hier die berühmt-berüchtigte gelbe Wand. Ein Rang. Heute bestuhlt, ansonsten Stehplatz. Ja, der Rasen. Schön hergerichtet für das Spiel heute Abend. Ja, ansonsten einfach mal hier ein Blick ins Rund. Das Stadion ist schon beeindruckend. Ich finde es auch persönlich das schönste Stadion in Deutschland, weil es einfach so ein bisschen organisch noch ist und nicht so glatt gelutscht wie diese ganzen Arenen. Allianz Arena, was weiß ich, das Kölner Ding in Hoffenheim, diese Pre-Siro Arena oder wie sie heißt, diese ganzen Bayer-Arenas. Das hier ist noch ein Stadion, wo noch wirklich Leute reinpassen und auch nicht unbedingt jetzt hier. Man sieht es jetzt hier, da hinten ist jetzt einfach mal eine Wand und nicht alles so glatt. Und da hinten die Anzeigetafeln, die so komisch gerade da hängen, erinnert mich auch so ein bisschen an Liverpool, wo auch kein großer Wert auf Anzeigetafeln gelegt wird. Da ist, glaube ich, auch in Liverpool ist auch eine Anzeigetafel genau an der Stelle und, glaube ich, hier irgendwo da oben oder so. Und wenn man an der falschen Stelle sitzt, sieht man die Anzeigetafel nicht. Ich meine, man kann jetzt sagen, das ist Quatsch, aber ich finde, das hat auch was wiederum. Und hier haben sie auch jetzt hier keinen riesen Cube wie in Frankfurt da oben oder in Schalke, so ein riesen Ding da hängen. Nee, einfach mal nix, was stört. Und wie gesagt, das Stadion hier ist für meine Begriffe ein Top-Ding. Wirklich. Also Stadion von Weltformat auch. Also nicht irgendwie nur in Deutschland, sondern wenn man hierher kommt, ja, weiß man, was Sache ist. Und ich bin kein Dortmund-Fan oder ähnliches. Mir ist das im Grunde unabhängig vom Verein. Aber für das Stadion hier sage ich Hut ab. Also, Gruß aus Dortmund.